Hallo. Ich mache mich absichtlich hässlich. Mach das Beste draus. Aus Scheiße mach Gold. Na komm. Komm, mach mit, komm. Komm, los. Mach. Wir geben es jetzt nicht. Nee, ich mache mich nicht absichtlich hässlich. Oh, bescheuert. So. Na, geht doch weiter. Hey, Misfits da draußen, ich bin's. Hey, Misfits da draußen, ich bin's mal wieder. Hey, Misfits da draußen, ich bin's mal wieder. Euer Volker. Mal wieder euer Jay und... Euer Volker. Und Sam. Warum werde ich immer angeschrien, wenn ich gerade ein fucking Video mache? Egal. Ein fucking Video. Ich mache auch mal so ein Video. Und zwar habe ich das schon mal früher gesehen. Und zwar, ich meine, bei Melina. Dann habe ich das letztens bei Kostas gesehen. So Dinge, die wir an unserem Körper hassen. Und dann habe ich mir doch mal gesagt, hey, warte mal, du hast mal so eine Methode in einem uralten Video von dir erwähnt. Ich verlinke euch das gerne mal hier. Und dann habe ich mir gedacht, hey, cool, warum machst du es nicht mal vor der Kamera? Könnte ganz lustig werden und vielleicht motiviere ich andere dazu, genauso humorvoll dieses Ding anzugehen. Erstmal die Dinge, die ich an mir hasse. Erstes Teil, was ich abgrundtief an mir hasse, was ich all die Jahre wirklich an mir abgrundtief gehasst habe und weshalb ich voll lange keine Selfies gemacht habe, ist meine lange Nase. Lügner, Schnackse, hast du schon mal Schnackse gesehen? Lügner. Johanna hat auch so eine Nase, du. Ich kann gerade sprechen, merkst du es? Wie perfekt kaschiert durch die Brille. Deine Brille ist hässlich. Also, dann sieht sie nicht ganz so lang aus, aber sie... Deine Brille ist hässlich. Ist extrem lang. Ja, also, keine Ahnung, also diese Nase, ne, die ist so lang, die stört einfach bei an. Ja, die siehst du ja auch ununterbrochen, nicht wahr? Die siehst du ja ununterbrochen. Vielleicht hast du ja einfach nur einen guten Riecher, du, als kriegst du. Du unterscheidest Kriegsmädchen, du. Du hast doch Krieg, du bist doch Krieg, oder? Bei allem. Und es gibt auch gewisse Sachen, also die man mit dem Mund machen kann. Ja, so was wie ich oder lachen, das kannst du ja auch. Jetzt kann ich dir besser reden, kannst du mich jetzt auch besser verstehen? Ja, ich trainiere nicht gerade ESC den Curry an der Seite gemacht. Bei anderen? Die Nase ist einfach länger als dieser fucking Mund. Ey, fucking Mund. Und kommt eher an dieses Objekt dran als alles andere. FSK 18. Zerstört einfach jedes Selfie. Am liebsten würde ich ja nur so Selfies machen, so. Aber mach doch. Mach doch auch. Oder manchmal sieht man auch wirklich so Selfies, wo ich so den hier mache, so Brille hochschieben und dann so... Hauptsache Nase kaschieren.
Die zweite Sache, die ich an mir hasse, ist, dass eins meiner Augenlider halt tiefer hängt. Also, wieder auch wunderbar durch die Brille kaschiert. Aber ich glaube, das war mein rechtes Auge, das ist halt so ein bisschen mehr zusammen. Das linke ist ein bisschen offener. Oder ich vertausche das gerade. Und ich weiß nicht, das sieht einfach so auf manchen Fotos echt so bescheuert aus. Und ich hasse das einfach. Warum habe ich so einen scheiß Defekt? Der nächste Punkt, auch im Gesicht, ist meine rechte Wange. Dieses fußballgroße Ei, weil ich da drin ja eine chronische Entzündung habe in der Kieferhöhle. Und jedes Mal, wenn ich gerade echt gut aussehe und ein Selfie machen will, sehe ich in dieser Kamera nur dieses Ei. Und ich denke mir nur so, wenn man mal gerade voll das Mädchen... Euer Kacke, 8 Minuten 19, wie lange soll ich das durchhalten? Beeindrucken möchte, ja, ich mache dir mal ein sexy Selfie. Dann kommt doch nur zurück. Ah, meine Hamsterbacke. Der nächste Punkt wären meine Arme. Wenn ich zunehme, nimmt alles zu an meinem Körper. Nur nicht meine scheiß fucking Arme. Warum wachst ihr nicht? Ihr Behinderten. Der nächste Punkt ist meine Stimme. Im Übrigen ist es meine Gesangsstimme, denn die kommt irgendwie nicht so wirklich hinterher. Ich singe unheimlich gern. Aber ich kann es nicht vor Freunden machen. Die stehen auf und verlassen den Raum, weil das einfach so für die abgefuckt ist. Don't run me if you love me. Wobei, so langsam wird sie tiefer, aber... Ja, der nächste Punkt, was ich an mir hasse, sind meine Füße. Meine Füße sind einfach zu klein. Ich habe Schuhgröße 37, 38. 42. Leute, im Ernst. Das ist meine Schuhgröße. Spätestens wenn ich die Schuhe ausgezogen habe und irgendwo zu Besuch bin, höre ich nur so Kommentare. Ja. Was hast du für süße kleine Füße? Und im zweiten Teil liegt es jetzt daran, was Positives an den Dingen zu finden, die ich hasse. Fangen wir also mal an, ne? Mit meiner langen Nase. Okay, was könnte es Positives geben? Hey ja, wie ich ja eben genannt habe, das Ding kann auch noch zusätzlich bei gewissen Sachen, wo man mit dem Mund was machen muss, unterstützen. Da kommt die andere Person mehr zum Vorteil als ich selber, aber hey. Okay, und jetzt mal weniger FSK. Ich kann Bleistift auf meine Nasenspitze balancieren. Ich habe leider keinen Bleistift hier. Warum habe ich keinen Bleistift hier? Aber ich kann nicht. Hier, das ist der Vorteil an einer langen Nase. Ich liebe dich. Ich korrigiere an einer langen Spitzennase. Mein eines kleines Augenlid. Aber dafür, vielleicht nicht direkt das mit du, dem Augenlid. Du holst aus den Sachen raus. Aber dafür habe ich Pigmentstriche durch meine Iris. Was fucking geil, cool aussieht. Okay, meine Eierwange. Was Positives dazu finden. Das einzige Positive. Ich habe dadurch einen Spitznamen von einem Freund bekommen, meine Hamsterbacke, mit einem Herzchen jedes Mal dahinter. Man könnte wohl noch sagen, dass ich den Spitznamen bekommen könnte, Bärchen, weil Bären haben ja auch so ein rundes, aufgeplustertes Gesicht. Finde ich sogar vielleicht cooler als Hamster. Ein Hamster stirbt ja auch schnell. Ich sterbe irgendwie nie. Dass meine Arme nicht breiter werden. Ich glaube, würden sie breiter werden, hätte ich Probleme, in Herren S Oberteile reinzupassen. Also ich bin ja jetzt schon breiter geworden. So oben rum. Und die meisten denken auch so, ich trage Herren L. Das ist nämlich der Clou, optisch breit auszusehen, aber in Herren S reinzupassen. Meine Stimme, meine Gesangsstimme. Ja, ich, das hatte mir auch ein Freund von mir gesagt. Ich kann mit mir selber ein Duett machen. Also ich kann einmal hoch singen und dann kann ich aber Zeig auch mir tief das. Singen. Also das heißt, ich will's können. Kann mit mir selber singen. Ich brauch sonst niemanden mehr. Boah, das klingt irgendwie traurig. Wer kann das schon? Also Zeig welcher mir das, Typ bitte. Kann schon hochsingen? Wie fast eine Frau. Wie eine Frau. Ach ja, fast hätte ich meine kleinen Füße vergessen. Was gibt es Positives zu so kleinen süßen Füßen? Ich passe in allen möglichen Frauenschuhen rein. Das heißt, man kann mit mir jeden Scheiß machen. Man kann mir jede x-beliebiges Stückelschuhpaar anziehen. Und ich kann mich drauf maulen und drauf rumlaufen. Und way. Das ist nicht positiv.
kleine Füße sind platzsparend, ja? Sie sind niedlich. Also, man hat immer diesen Niedlichkeitsbonus bei Frauen oder bei gewissen Männern. Das könnte vielleicht helfen. Kleine Füße sehen sehr elegant aus. Also, Leute, ganz im Ernst, ne? Ich versuche das jetzt hier echt schön zu reden, aber... Mein Gott! Aber Jay! Alles aber Jay, du bist doch ein Mädchen! Nein, ja. Aber Jay, du bist doch ein Mädchen! Aber Jay, du bist doch ein Mädchen! Das hat meine kleinen Füße wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir doch, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr mehr zu mir als Person sehen wollt, abonniert doch diesen Channel. Und ansonsten würde ich sagen, und bis zum nächsten Mal. Und falls kein Video mehr rauskommt, wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Yay! I love you so much. So much, guck mal, wie bescheuert sie aussieht.